Hallo, 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 liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Council oder The Council. So, meine lieben Freunde, in der letzten Folge, da sind wir mit Louis nun tiefer in die Geschichte eingestiegen. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Mom. Und ja, die Frage ist nun, hier haben wir eine Tasche von ihr gefunden mit Nahrung und allem drum und dran. Die Frage ist jetzt natürlich, nehmen wir die Tasche mit, in der Hoffnung, dass die Mutter schon irgendwo gefangen gehalten wird und wir ihr die dann geben, oder lassen wir sie hier, weil ja da noch Essen dabei ist. Die Frage ist, ob wir das dann abdecken würden und so. Ich würde mal sagen, wir lassen das Ganze erstmal zurück. Right, that's enough. I think I better leave her bag here. If she hid all this, it's because she thought she might need it later. For crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Genau, ich lasse sie jetzt einfach mal zurück. Mal sehen, ob diese Entscheidung richtig sein wird oder ob die eher für ein Poppes ist. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. So, was ist das denn hier? Ich meine, da ist halt noch Essen drin. Das könnte wichtig sein. Das Tor öffnen? Ja, das Tor öffnen. Klingt nach einem Plan. Locked. I'll never get it open barehanded. So, das Schlossknacken geht nicht, aber wir haben ja den eisernen Schlüssel in der Tasche unserer Mom gefunden, deswegen let's go. Mal gucken, ob es geht. Ach ja. Ah, there we are. Woher hat sie denn den ganzen Stuff? Also, woher hat sie denn das Essen und wieso ist sie denn nicht im Haupthaus und wieso, weshalb, warum überhaupt? Und ach, keine Ahnung. Es ist einfach nur verwirrend. So, schauen wir mal. Da sehe ich doch zum Beispiel... Oh. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Oh, oh, oh. Müssen wir, können wir diesen Mord am Ende verhindern? Sollten wir das tun? Gilet Royal, auch schon wieder bekommen. Okay. Hmm, this wharf is used as storage for a lot of barrels. Aha. What have we here? It's cannon powder. Ah. Okay, Wissenschaft noch nicht erlangt, es funktioniert nicht. It's unusable now. Schade. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of a wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested. That she's having a fabulous time here? So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Okay, Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um einen Punkt. Nice. Also wir haben... Amber Crystals. Nice. Richtig, richtig gut. Wir haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, unsere Defizite quasi so ein bisschen auszugleichen, würde ich mal glatt behaupten. Das Spiel ist super interessant. Bisher hätte ich gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein, als ich so den ersten Look gesehen habe, so den ersten Eindruck, dachte ich mir, naja, okay. So, wie gesagt, jetzt, ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Hier, die Bretter lasse ich da. Ich lasse die Tasche jetzt erst einmal hier. Man weiß halt nicht, ob die Mutter, ich meine, sie hat sie da bewusst versteckt. Vielleicht wurde sie uns auch... Oh, was haben wir denn da noch? Nochmal eine Sammlermünze. Wow, also die kann man wirklich super leicht übersehen, wie man gerade eben gesehen hat. Man kann wirklich super leicht an diesen Sachen vorbeirennen. Das ist mal gar nicht so leicht. Gut, wir haben alle Hinweise gefunden, die mit unserer Mutter im Zusammenhang stehen. Und jetzt gilt es... zum Herrenhaus zu gehen, damit wir uns der Partygemeinschaft anschließen können. Ich denke mal, warte mal, nee, hier habe ich wahrscheinlich auch alles schon eingesammelt. Jetzt bin ich halt so getriggert, weil ich weiß, es gibt diese Bernsteinstücke. Jetzt will ich die natürlich auch alle haben. Aber nun gut. Ich hoffe, wir können nochmal hierher zurückkehren, wenn wir tatsächlich diese Fähigkeitspunkte dann auch erlangt haben. Wenn wir zum Beispiel in Sprachen besser sind, in der Diplomatie und so weiter und so fort. Aber... Es ist jetzt völlig schnubbe. Ab geht's mit uns zum Herrenhaus. Da will ich ja schon jetzt seit ein paar Minuten hin. Warte, nochmal hier ganz kurz gucken. Nee, alles gut. Gut, dann los, meine Lieben.
A Latin inscription. En nesis, mi fili quantilia produncia mundus regatur. Das weiß ich auf jeden Fall nicht. wir können den lateinischen Text nicht übersetzen, da wir weder die Sprache noch den Okkultismus in irgendeiner Weise beherrschen. Also es ist uns beides nicht möglich. Ich würde einfach, also ich habe nie Latein gehabt. Mundus, glaube ich, hat so viel wie was mit dem Mund zu tun. Keine Ahnung, ich könnte es mir nicht übersetzen. Wer von euch Lateinisch kann, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, bis dahin muss ich halt noch abwarten. So, wir nehmen die Treppe. Und es geht hoch zum Herrenhaus, meine lieben Freunde. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Sieht so ein bisschen wie der Gott Zeus aus. Wow. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara Derice, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. So, Konfrontation. Oh Gott, es sind immer mehr Sachen ins Spiel eingeflossen. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugend wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus, daher solltest du bei Bedarf auch deine Fertigkeiten einsetzen. Bei jeder Konfrontation wird grafisch angezeigt, wie sehr du die Person, mit der du redest, überzeugen konntest. Okay, überzeuge Piaci davon, dir den Brief zu übergeben. Drei Fehler noch möglich. Oh Gott. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Okay, wir sind mal charmant. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow, then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Okay, wir könnten jetzt Etikette nicht erlangt, Okkultismus nicht erlangt. Woran genau? Die Frage ist jetzt, ist das gemein, wenn ich jetzt sage, dass das ein Berufsgeheimnis ist? Ist das dann irgendwas, oder sollen wir direkt mal offen und ehrlich sein? Das ist halt super schwierig da jetzt. Aber gut, sind wir mal offen und ehrlich. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society.
It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Oh, God. Shit. Ja, es war so dumm. Es war so dumm von mir. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Oh Gott, mit Logik überzeugen. Ja, mit Logik. Oh ja. Komm, versuchen wir es. Only you know that, Your Eminence. If you're asking me if you can trust me, or if I can keep a secret, I would answer yes, absolutely. I understand. In truth, it all depends on the nature of the contents of your letter. It is a list of names. This list must be of extreme importance. Ah, if only you knew. It's a list of people that your mother must help. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God Leute. That no one other than your mother will read it? Jetzt ist wichtig. Konfrontation, letzte Phase. In der letzten Phase einer Konfrontation musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du die richtige Option wählst oder keine Fehler mehr möglich sind. Immerhin, ich habe noch zwei Fehler offen, also von daher, das wird schon irgendwie hinhauen. Nein, danke, versprochen. Ich glaube nicht an Gott. Komm, nein. So it's not through a lack of goodwill, but I'd rather swear by something else. Bah, I beg your nein. pardon. I mean, to be honest with you, and for my promise to keep all its value, I assure you, it would be better if I didn't swear before God. I shall swear upon my mother's life, if you prefer. Are you aware of the enormity of what you just said to me, young man? Alter, jetzt übertreib doch nicht. Gut, dann schwören wir mal bei Gott. Ja, beim Leben seiner Mutter darf er nicht schwören anscheinend. Oh Gott, letzte Chance. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Gut. So was Bescheuertes. Let's stop there. Warte mal, das finde ich halt ein bisschen too much. Deswegen dachte ich, wäre das doof, das zu sagen. So von wegen, ich schwöre bei Gott, ja, weil das... Ja, okay. Es ist wirklich fies. Es ist wirklich fies. Es war unsere letzte Chance, aber wir haben es Gott sei Dank gerade so hinbekommen. I'm going to tell you a secret, Monsieur Derice. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here. The letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Gott, ich hab so ein Deppenglück, ey. Aber man muss sich erstmal da so ein bisschen reinspielen. Manchmal denkt man halt so, ja, komm, sind wir mal offen so unter. Aber klar, dann denkt man sich, dieser erste Fehler, der war wirklich dumm. Da hätte ich ein bisschen verschwörerischer sein sollen. Ein bisschen diskreter. Aber gut, verborgene Elemente. Viele Hinweise und Gegenstände sind nicht sofort ersichtlich. Manche von ihnen wirken sich auf dein Abenteuer aus, deswegen solltest du stets die Augen offen halten. Okay. Gut, wir haben den versiegelten Brief. Seine Schwäche ist die Befragung im Allgemeinen.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also, das ist seine offensichtliche Schwester. Sie ist, wie gesagt, so. Ein Punkt in Wissenschaft. Okay, warte mal. Ich will aber trotzdem noch mal ganz kurz gucken hier. Den, wie gesagt, bekommen wir jetzt erstmal nicht auf. Später auf meinem Zimmer. Okay, also schon nicht schlecht. Immerhin, wir haben es irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es immerhin geschafft. Und, ja, es ist ja schon mal nicht so uncool. Ja, hier brauchen wir jetzt noch einen Punkt bei Manipulation. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, okay. Gut, dann geh zurück zur Gruppe beim Kamin. Aber ich will mich trotzdem erstmal noch ein bisschen umgucken. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Oh, ja, es sieht wirklich nicht so geil aus, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man kann, also es speichert automatisch das Spiel. Das heißt, einmal was dumm gemacht, schon hast du Pech gehabt. Da ist noch verschlossen, da können wir erstmal nicht lang. Ich schätze, nach oben können wir auch noch nicht. Hier liegt noch ein Buch. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. So, durchblättern geht nicht, weil Belesenheit haben wir nicht. Komm, wir nehmen es mit. Können wir dann später. Parallelbiografien, wie auch immer. Können wir später dann hoffentlich nochmal verwenden, wenn wir es sowieso gerade Maybe I should introduce myself to the other guests first. Ja, das machen wir ja gleich. Gar kein Problem. Erdsternchen versetzen dich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen, die sich auf einen Dialog auswirken. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Okay, drücke 3 zum Nehmen, 1 für die anderen Sachen. Aber hier war noch etwas, jawohl. Noch eine Sammlermünze erfolgreich eingesammelt. Also wir haben... Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Wundervoll. Wirklich schön. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Ja, das stimmt. Ich wünschte, geschichtlich wäre ich noch mehr auf'n... Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Das ist so ein Höllentor. Ich wünschte, geschichtlich wäre ich noch wirklich etwas versierter. Dann könnte ich euch jetzt so viel Zusatz hier noch erzählen. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Ja, allgemein so ein bisschen strange hier dieses ganze, naja, gut, okay. Lassen wir das mal so jetzt einfach stehen. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over 12 people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you'll forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come.
Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Okay. Good Lord! Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends! Holy shit! Holy shit, wer ist das denn nur? Ja, liebe Leute, ich will nichts sagen, aber wir stehen hier gerade vor dem allerersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also, nicht schlecht, Herr Specht, diese Riege, die da schon aufgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob die anderen auch irgendwelche hochtrabenden, besonderen Persönlichkeiten sind, aber hey, George Washington, den erkenne ich gerade noch so. Und wenn er, vor allem, wenn er sich vorgestellt hat. Aber interessant zu wissen, er trägt auch, es ist so ein bisschen wie bei den, hier Tempelrittern und so weiter, diesen ganzen Geheimorden, er trägt da auch diesen Orden um den Hals. Dementsprechend, theoretisch können wir ihm vielleicht vertrauen, wer weiß. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge von The Council. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.